In dieser Folge wollen wir uns mal angucken, wer oder was eigentlich das Fiador an der kalifornischen Hackamore ist und für was man das so braucht. Ihr habt eben gesehen, was mit einem Bursal im dummsten Fall passieren kann. Damit das nicht passiert, gibt es noch ein kleines zusätzliches Feature am Bursal, was ihr ranmachen könnt. Das hängt hier unten gerade so runter. Das ist das sogenannte Fiador. Das ist eine Art abgespecktes Knoti, das mit dem Heelknot verbunden wird und wir verhindern können, dass das Bursal über die Nase rutscht. Und zwar, Befestigung zeige ich euch gleich ohne Pony. Den führe ich übers Genick, stecke ihn noch einmal hier oben durch den Hänger durch. Dadurch kann er dann nicht nach hinten den Hals runterwandern. Und binde das jetzt genau so fest. Nimmst du deinen Kopf mal ein bisschen rum? Danke. Und ich binde das jetzt mit Knoti-Knoten genau so fest, dass das Bursal immer noch in neutrale Position fallen kann, aber nicht darüber hinaus. Auch bitte den korrekten Knoti-Knoten, damit sich hier nichts irgendwie verstellen oder verziehen kann. Dann prüft ihr nochmal, ob das Bursal in die neutrale Position fallen kann. So wäre Zug. Ihr seht, hier unten ist jetzt gerade das Fiador locker. Und so ist dann wieder der Release. Wenn jetzt irgendwie Zug von vorne auf das Bursal kommt, seht ihr, das Fiador wird gestrafft. Und lenkt den Druck, der auf den Heelknot kommt, der vorhin das Bursal nach vorne über die Nase ploppen hat, lassen hat, lenkt das jetzt aufs Genick. Und Tosca gibt auch vorbildlich nach. Ist ein feines Mädchen. Das heißt, es ist ein Stück weit eine Sicherheit für euch, wenn ihr noch ein junges Pferd habt, ein unsicheres Pferd habt. Das ist einfach eine Art Backup für euch, wenn ihr ungewollt absteigt und dann irgendwie euch plötzlich hier in Position vor dem Pferd befindet. Und das Pferd irgendwie zurückzieht und hier Zug drauf kommt. Nein. Oder auch, wenn ihr gerne und viel führt, wo ihr einfach neben dem Pferd seid. Es kann immer mal passieren, das Pferd erschreckt sich, macht einen Satz nach hinten. Es kommt irgendwie Zug frontal auf das Bursal. Und dann besteht beim Bursal durch seine Bauweise, durch seine Lockerheit auf der Nase eben schlichtweg die Gefahr, dass es über die Nase ploppen könnte. Könnt ihr mit dem Fiador mit wenigen Handgriffen sehr effektiv verhindern. Wie kommt das Fiador ans Bursal? Ihr seht, ich habe hier die kalifornische Hackamore zusammengebaut. Ich habe hier jetzt auch nur einen Loop ran. Wer da ein bisschen irritiert ist, was das ist, dem verlinke ich hier oben mal unsere Materialien und Produktliste. Das Fiador kommt unter die Mekate. Und ist eigentlich klassisch ein bisschen mehr als das hier, was ich jetzt hier habe. Eigentlich ist hier unten noch ein sehr aufwendiger Knoten dran, mit dem man dann die Fiador an den Heelknot macht. Wir von Kreapferd haben das ein bisschen vereinfacht und haben hier einfach so ein Schieberchen dran. Und damit habt ihr in wenigen Handgriffen eure kalifornische Hackamore geupdatet. So, Pferdenase kann rein. Hänger lasse ich mal nach vorne überploppen, dass der mich nicht stört. Einfacher geht's, wenn die Mekate nicht dran ist, nicht gebunden ist. Schieb die jetzt einfach mal ein bisschen hoch. So, dann könnt ihr das Fiador einfach über den Heelknot drüber fallen lassen. Ich mache jetzt hier für Tosca eine Drehung rein und ziehe es nochmal über den Heelknot. Ziehe die ganze Sache fest und dann tue ich einfach dieses Schieberchen ranrücken. Und über diese Drehung, die ich eben gemacht habe, könnt ihr variieren, wie lang hier unten dieses Stück von der Fiador ist. So, alles fest. Jetzt würde ich die Mekate drüber wickeln. Ich rücke sie jetzt einfach wieder runter. Hänger nach oben. Und jetzt habe ich hier das Fiador zwischen meinen beiden Zügeln rauskommt. Und kann es Tosca anziehen.